Da ist jemand im Hühnerstall. Ach so. Erwin, da ist ein Fuchs im Stall. Ach, eine Stunde geht die Sonne auf. Kann der verdammte Fuchs nicht so lange warten? Wenn wir Pech haben, haben wir in einer Stunde keine Hühner mehr. Hm? Also gut, ich schau mal nach. Verdammt. Seht, ob ihr auch alle da seid. 2, 4, 6. Ach, Hey. 28, 29, 30, alle da. Das ist ja ein Ding. Ja. Heute Nacht hat jemand im Hühnerstall alle Eier angepiekst. Ausgesaugt oder ausgepustet oder was weiß ich. Gibt's hier Füchse? Na, die hätten sich ja wohl eher über meine Hände hergemacht, ne? Oder Marder vielleicht. Nein. Füchse, Marder, Katzen, die knacken die Eier auf und schlabbern sie dann aus. Die können mit ihren Zähnen gar nicht so feine Löcher machen. Nein, nein. Ich denke da eher an einen ganz dummen Jungenstreich, Frau Bonsack. Anton? Ich? Ich bin doch nicht bescheuert. Trink doch keine rohen Eier aus. Dürfte ich das noch mal sehen? Bitte. Merkwürdig. Das ist ja unglaublich. Ja. Das finde ich auch. Und du hast wirklich nichts damit zu tun, Anton? Typisch Erwachsene. Immer wenn sie einen Sündenbock brauchen, schieben sie den Kindern die Schuld in die Schuhe. Sag mal, weiß irgendjemand von euch zufällig, was das hier ist? Das ist, keine Ahnung. Gestern Abend ist hier jemand auf dem Hof rumgeschlichen. Ich hinterher, er hinten bei den Schweinen weg. Sah aus wie ein kleiner Junge. Hat die Schweine ganz schön durcheinander gebracht. Und dieser stinkende Lappen, der blieb da am Zaun hängen. Das warst du auch nicht, ne? Nein, das war ich auch nicht. Sieht aus wie ein Vampirmann, oder? Der Mann gehört ja auch einem Vampir. Und mit dem Ding hast du Hermann so erschreckt. Irre. Ich hab Hermann nicht erschreckt. Ach, natürlich. Die Leiter lag doch direkt vorm Haus. Und mit diesem Umhang da hast du so vor seinem Fenster rumgewedelt, dass Hermann vor Schreck fast in Ohnmacht gefallen ist. Sein Pech. Ich hab nichts damit zu tun. Ach, Anton, sei doch nicht so bockig. Wenn du was ausgefressen hast, musst du auch dazu stehen. Ich hab nichts ausgefressen. Gar nichts. Dann könnt ihr auf mir rumhacken, bis ihr schwarz werdet. Ja, dann werde ich diesen stinkenden Lappen mal wegschmeißen. Nein! Der Umhang gehört mir. Ich meine... Es war der kleine Vampir. Er hat den Umhang verloren, die Eier angebissen und Hermann erschreckt. Um ihn zu beweisen, dass es Vampire wirklich gibt. Das ist ihm ja auch gelungen. So, jetzt reicht's mir. Du entschuldigst dich jetzt und damit nichts mehr davon hört. Toller Urlaub. Ich geh ins Bett. Ich bin krank. Anton! Also das Ganze ist mir wirklich furchtbar peinlich. Ach, nun lassen Sie, Mann. Er ist gerade in einer schwierigen Phase. Ein sehr fantasievoller Junge, ihr Anton. Ja. Vielleicht kann ich das Ding noch gebrauchen. Wozu denn? Vogelscheuche. Tut dir denn irgendwas weh? Mmh.
Der Hulk. »39,2. Mein lieber Mann, dich hat's ja wirklich erwischt. Ich werde Frau Hering bitten, einen Arzt zu rufen. Mhm. Und jetzt mache ich dir erstmal Wadenwickel, hm? Na, komm her. Anton. Mhm. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich bei den Herings entschuldigst. Dann wäre die Sache wenigstens ein für alle Mal ausgestanden. Entschuldigen? Wofür denn? Für eine Sache, die ich gar nicht getan habe? Ich bin unschuldig. Ehrenwort? Ehrenwort. Und wer war's denn dann? Der kleine Vampir. Rudolf, pass auf. Frau Bonsack, gestatten Stöbermann, praktischer Arzt und Geburtshelfer. Angenehm. Ja. Aha. Na, junger Mann, wo brennt's denn? Im Hals. Was ist denn da alles drin? Alles, was man für kranke Kinder so braucht. Und jetzt mach mal den Schnabel schön weit auf. Ich nehme an, er hat sich irgendwann in den letzten Tagen beim Baden erkältet. Das Wo und Wie ist unwichtig. Jetzt geht's nur noch darum, die Viecher auszurotten. Welche Viecher? Die Bakterien oder Viren in deinem Hals. Und jetzt mach mal schön A. A, 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 A. Aha. Eine saftige Entzündung hast du dir da angelacht. Du musst ein paar Tage im Bett bleiben. Selbstverständlich, Herr Doktor. Dreimal täglich eine, dann kann er bald wieder durch die Gegend galoppieren. Mhm, danke. Wozu haben Sie denn die ganzen Flöcke? Hier auf dem Lande weiß man nie. Vampire? Sie glauben also, dass es Vampire wirklich gibt? Wenn ich einen erwische, sorge ich dafür, dass ihm ein für alle Mal die Lust am Beißen vergeht. Heute Abend sehe ich noch mal nach Ihnen. Netter Arzt. Ich finde es wunderbar, wie er auf dich eingeht. Du nicht? Doch, doch. Natürlich. Stöbermann, entschuldigen Sie, haben Sie einen Moment Zeit für mich? Klar doch, für Sie immer. Danke, kommen Sie doch rein. Bitte. Danke. Kommen Sie, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ein Gläschen frischen Gurkensaft? Och, das sag ich nicht nein. Bitte. Prost. Sehr zum Wohl. Herr Stöbermann, ich muss Ihnen etwas zeigen. Aha. Eieieiei. Seltsam. Habe ich seltsam gesagt? Ja, was ist denn? Fuchs nicht? Marder nicht? Katze nicht, Hund schon gar nicht, Mensch auch nicht. Ja, das weiß ich auch, aber die Löcher kommen doch nicht von alleine da rein, oder? Schließen Sie Fenster und Türen, gehen Sie nachts nicht mehr aus dem Haus, warnen Sie die Kinder und sichern Sie Ihre Stelle. Ja, aber warum denn? Ich vermute das Schlimmste. Oh Gott, was denn? Geduld.
Kann ich das Beweismaterial ein paar Stunden an mich nehmen? Danke. Rufen Sie mich sofort an, wenn Sie verdächtige Gestalten sichten. Und Frau Hering, bloß keine Panik. Kinder, bitte! Es geht mir immer noch nicht gut. Mama, ich flieg auf Land. Und zwar sofort. Oh, bitte. Bitte. Aber bevor es hell wird, bist du zurück. Versprochen? Versprochen. Ach, Mama, sie hat doch so entsetzlichen Liebeskummer. Grüß deinen Anton vom lieben Onkel Lumpi. Vielleicht überfällt mich ja auch die Sehnsucht nach seinem dünnen kleinen Hals. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, oh no. Schade um die Tränen in der Gruft, oh yeah. Du bist ein richtiger Grund zum Auswandern, du Fettklops. Und sag Rüdiger, er soll vorsichtig sein. Auf dem Land gibt es nämlich besonders gemeine Vampirjäger. Klarer Biss, beidzähnig, scharfkantig, phänomenal. Eindeutig Vampire. Ja, Brutus, wir gehen ja gleich. Hector, schön aufs Haus achten, ja? Komm, Brutus. Was machst du denn hier? Ich... Ach komm, ganz schnell zurück ins Bett, du Nachtschwärmer. Oder willst du dir noch den Rest holen? Den Rest? Welchen Rest? Eine Lungenentzündung. Was bist du doch für ein unvernünftiger kleiner Mann.
mein armer Rüdiger. Mein lieber Rüdiger. Mein lieber Rüdiger. Auf Menschen ist eben kein Verlass. Menschen. Wenn Anton doch noch irgendwann in 100 Jahren hier auftaucht, dann liegt hier nur noch ein ganz fürchterlich toter Vampir. Ach. Aber ein Schlotterstein gibt nicht auf. Wenn er nicht zu mir kommt, gehe ich eben zu ihm. Der schönste Platz auf dieser Welt, das ist für mich das freie Feld. Und ich wandre frohgemut, und ich wandre frohgemut. Gewissen geht es mir nur kurz beschiss. Und ich wandre frohgemut. Und ich wandre frohgemut. Wen haben wir denn da? Ich habe den Eindruck, ja, ich fürchte fast, ja. Ich glaube, da haben wir eine Vampirdame erwischt, nicht, Brutus? Wie kommen die denn darauf? Erstens, weil du so blass bist. Zweitens, weil du so moderig stinkst. Und drittens, weil mein Hund Brutus gebellt hat. Ja, Brutus. Brutus ist ein gefährlicher, aber vorzüglich ausgebildeter Vampirjägerhund. Er schlägt nur an bei leibhaftigen Vampiren. Haben Vampire nicht so komische, spitze, lange Eckzähne? Natürlich. Ich aber nicht. Und der Hund, Brutus, der kann mich auch gut leiden. Wie heißt du denn? Anna. So, so. Und weiter? Stein. Wo wohnst du? Weit weg. Das kommt mir aber merkwürdig vor. Und was wolltest du so spät hier draußen? Ich suche meinen Freund. Und weil du ihn nicht findest, weinst du? Wie heißt denn dein Freund? Anton Bohnensack. Du? Hallo, Anton. Na, wie geht's unserem kranken Hühnchen? Besser. Siehst du wohl. Ich hab dir sogar eine kleine Krankenschwester mitgebracht. Wo ist Rüdiger? So, dann wollen wir mal. Schnabel auf, Zunge raus. Und? Ah, sehr gut. Ja, das kriegen wir wieder hin. Und jetzt schön tief einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und einatmen. Ausatmen. Einatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen.
Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Und einatmen. Und ausatmen. Sehr gut. Wusstest du eigentlich, wie gefährlich es ist, nachts in dieser Gegend unterwegs zu sein? Hier gibt's nämlich Vampire. Ich dachte, Vampire gibt's nicht. Aber sicher gibt es Vampire. Ich habe sogar Beweise. Du siehst auf einmal so blass aus, meine Kleine. Soll ich dich vielleicht mal untersuchen? Nein! Mir geht's ganz gut. Ich komme nur so selten an die Luft. Ja, dann geh mal ein bisschen an die Sonne. Wird dir gut tun. Ganz bestimmt. Was sind das denn für Beweise? Eier. Mit langen Eckzähnen angepiekte und ausgesaugte Eier. Eier? Vampire mögen doch gar keine Eier. Die trinken doch nur Blut. Mm-mm. Wenn sie großen Hunger haben, dann trinken sie auch schon mal ein Ei. Du kennst sie auf einmal so gut aus? Hab ich irgendwo mal gehört. Aha. Er bellt schon wieder. Brutus, ich bin da. Ich komme. Schnell, das muss Rüdiger sein. Den Umhang, unter Bett. Halt die Schnauze. Weg, geh weg. Dreh dich. Hau ab, du blödes Vieh. Hau ab. Los, verschwinde. Hau endlich ab hier. Blöder Gürt, hau ab. Was machst du da oben? Komm sofort runter, du hast auch nichts zu suchen. Soll ich mich etwa von dieser Bestie zerfleischen lassen? Wenn du kein Vampir bist, hast du nichts zu befürchten. Vampir? Was denn das? Schluss mit den Faxen! Komm sofort runter! Halten Sie Ihre Hand zurück und ich schreie laut um Hilfe! Das muss ein Vampir sein. Brutus schlägt nur an, wenn er einem leibhaftigen Blutsauger gegenübersteht. Quatsch, das ist mein Freund Rüdiger. Aus Tirol. Hola, Theo. Typisch, mein Bruder. Da scheint hier unten aber einiges durcheinander zu bringen. Brutus, du Dummkopf. Nein, nein, Brutus hat ganz recht. Ich habe eben ein grausiges Ungeheuer Richtung Pferdestalluschen sehen. Im Ernst? Wie sah es aus? Ganz bleich, mit einem langen Mantel. Und 2 Meter war er groß. Und Eckzähne hat er. So lang wie meine Zahnbürste. Danke. Brutus, hab ich dir Unrecht getan? Nimm's mir nicht übel. Ja. Komm schnell zum Pferdestall. Gut. Ideen muss man haben, gell? Juckeli! Ja! Super! Ach, Rüdiger! Schnell, erstmal weg hier! Ach, ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Ich habe deinen Umhang gesehen. Als Vogelscheuche an einem Holzkreuz. Zur Hölle mit der Landwirtschaft! Wenigstens wisst ihr, wo er ist. Den kriegen wir nie wieder. An den Holzkreuz kommen wir nicht ran. Anton schon. Apropos Vogelscheuche, Anton Bohnsack. Das ist dein Umhang, der da hängt. Meiner? Wieso meiner? Meiner ist hier. Danke, du krankes Huhn. Im Bett brauchst du ihn ja nicht. Und wenn du mal eine Runde fliegen willst, holst du einfach den von der Vogelscheuche. Ist doch geradezu überlogisch, oder? Also gut, holt euch was zu beißen. Ich muss jetzt schnell ins Bett. Bis morgen. Gute Besserung, Anton. Nacht, du Schnarchsack. Und weiterhin angenehmes Floh beißen. Morgen. Morgen beiße ich Störmermann in die Nase und Brutus in die Ohren. Das verspreche ich euch.
Guten Nacht. Guten Appetit. Keine 10 Vampirjäger kriegen mich zurück in die Gruft, solange dieser Ekelbolzen Jörg da ist. Jede Nacht hat er mich damit geärgert, dass ich nach Grießbrei und Milchreis rieche und so frisch gewaschen aussehe. Und dann nennt er mich immer mein Sonnenscheinchen. Und das halte ich nicht mehr aus. Okay. Meinetwegen kannst du hier schlafen. Danke. Wo ist dein Sarg? In der Gruft. Ich kann ja nicht hexen. Und wo willst du schlafen? Bei dir. Mit in deinem Sarg. Was? Wie bitte? Bist du wahnsinnig? Wo ist das Problem? Hier wimmelt sowieso schon von Viehzeug. Und jetzt muss ich auch noch als Ölsardine schlafen. Ach, Brüderchen, wird bestimmt ganz kuschelig. Ja, ja, komm jetzt. Mir knurrt der Magen. Hab den ganzen Tag noch keinen gebissen. Soll ich vielleicht verhungern? Nimm nicht gleich aus, ja? Komm ja schon. Denn wenn die anderen schlafen gehen, dann kommt die Zeit.